Hallo, wenn wir diesen Satz des Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat auf dieses Dreieck anwenden möchten, hier dieses Dreieck hat die Bezeichnungen m, n und k, also die Seiten haben diese Bezeichnung, dann müssen wir den Satz des Pythagoras erst mit diesen Variablen hier formulieren. Und das geht so. Wir überlegen uns, wofür steht im Satz des Pythagoras hier a und b? Es sind die beiden Katheten. Die beiden Katheten heißen hier m und n. Deshalb darf ich also schreiben, m zum Quadrat plus n zum Quadrat gleich, ja, es bleibt nur noch die. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.